DMZ, DMZ, die, der DMZ-Modus ist der Call of Duty Tarkov-Modus. Die Entwickler hauen richtig rein, es scheinen zwei große Studios dran zu arbeiten, schon seit langer, langer Zeit. Von vielen belächelt der Tarkov-Call of Duty-Modus, nicht so ernst zu nehmen mittlerweile. Es ist, glaube ich, schon sehr, sehr ernst zu nehmen. Und am 15.09., also nächste Woche Donnerstag, erfahren wir mehr. Da ist das Call of Duty-Event, wir werden es live streamen, genauso wie das Ubisoft-Event. Es hat mega Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren, mit euch zu reacten, das war richtig gut. Also machen wir das jetzt bei Call of Duty genauso. Das findet um 18.30 Uhr statt, kommt gerne rein, dann gucken wir uns das gemeinsam an. Und wir werden sehen, was sie da zeigen über Modern Warfare 2, über die Warzone 2, aber vor allem Dingen natürlich über den DMZ-Modus, der wir schon so viel berichtet haben. Wir machen jede Woche ein Video über die Extraction-Looter-Shooter. Wir haben momentan 6 Kandidaten in dieser Kategorie und halten euch dann up-to-date. Deswegen halte ich euch jetzt up-to-date explizit für den DMZ-Modus. Alles, was wir wissen heute in diesem Video. Zuerst einmal, was ist eigentlich der DMZ-Modus? DMZ steht für Demilitarized Zone, demilitarisierte Zone in Call of Duty. Es ist ein eigenständiger Modus. Es ist so ähnlich wie der Warzone-Modus damals, der als eigener Modus rauskam und dann ein eigenständiges Spiel wurde. Mittlerweile versuchen sie jetzt anscheinend dasselbe mit dem DMZ-Modus. Also es wird erstmal ein Modus. Und wenn dieser Modus sehr erfolgreich werden sollte, dann hat es dieser Modus die Möglichkeit, ebenfalls ein eigenständiges Spiel zu werden. Zwei Studios arbeiten momentan dran. Von Activision, die beiden größten Studios von Activision und angeblich schon seit 4 Jahren an diesem Projekt dran. Es sind einige Projekte verschoben worden um bis zu ein Jahr, um dieses Projekt von DMZ zu verwirklichen. Es ist sehr, sehr viel Manpower drin, sehr viele Gelder sind geflossen und sie scheinen das wirklich ernst zu nehmen. Bisher war das immer so ein bisschen belächelt worden, also Call of Duty ist ja sozusagen genau das Gegenteil von Escape from Tarkov. Und wie kann ein Escape from Tarkov-Modus jetzt in Call of Duty reinkommen? Nun ist es so, wer von euch jetzt die Pendants gespielt hat, Escape from Tarkov, hat ja Konkurrenten bekommen. Es ist The Cycled Frontier. Sagen wir nicht Konkurrenz, sondern Mitbewerb, weil Cycled Frontier geht einen komplett eigenen Weg. Sehr casual, sehr, sehr frisch und lebendig und leicht und locker, so eher für den Feierabend. Marauders ist rausgekommen, geht eher auch dem Weg von The Cycled Frontier, was so die Casual-Seite angeht, aber auch die TTK, also die Time to Kill, ist relativ niedrig und da geht da wiederum den Weg von Tarkov. Also das ist momentan, jeder versucht so seinen Weg zu finden und Call of Duty könnte jetzt einen Ableger rausbringen, der wiederum das Beste aus allen rausnimmt, sich das Ganze anschaut und dann was Eigenes raushaut. Warum ist das Potenzial so groß bei dem DMZ-Modus? Weil wir das erste Mal einen AAA-Entwickler am Start haben. Activision ist der erste große Mitstreiter. Es ist ja so, dass Tarkov als sehr kleines Studio angefangen hat mit diesem Projekt und unerwarteten Erfolg hatte und dadurch so explodiert ist. Und sie sind jetzt an einer Position, wo sie sozusagen Führer, also Marktführer sind, was die Extraction-Looter-Shooter angeht. Aber die Konkurrenz schläft nicht und wer The Cycled Frontier gespielt hat, das deutsche Studio Jager Games aus Berlin, die haben da ebenfalls was Krasses auf die Beine gestellt, haben viele Probleme gehabt jetzt in der Season 1. Wir sind gespannt, wie es in Season 2 wird. Aber auch sie haben wirklich gezeigt, dass dieses Genre von Extraction-Looter-Shootern nicht Escape from Tarkov vorbehalten ist. So wie es aussieht, kann man mit eigener Interpretation ebenfalls was auf die Beine stellen und das auch extrem gut machen. Entsprechend steigt jetzt Marauders ein, ebenfalls mit derselben Geschichte. Eigene Auslegung für das Ganze. Und jetzt im Oktober ist der Release vom DMZ-Modus von Call of Duty. Warum Call of Duty diesen Weg geht, es hat Battlefield bereits versucht mit dem Hazard-Modus, aber da war es wirklich so ein kleiner, nichts ernstzunehmender Modus, gar keinen Vergleich zu diesem Aufwand, den momentan Activision treibt. Und genau das ist das Interessante. Ich meine, Activision, da geht es wirklich um sehr, sehr, sehr viel Geld, um sehr viel Erfolg und das Ganze muss erfolgreich werden. Und gerade wenn so viel investiert wird und so viel anderes delayed wird, dann wissen wir, die Leute meinen es wirklich ernst. Das Video wird heute am 12.09. aufgenommen und es ist so, dass wir 3 Tage vor dem Reveal sind. Ich haue es extra vorher raus, damit man sozusagen einmal so einen Vorher-Nachher-Effekt sieht, weil was spannend ist, ist, wir wissen momentan tatsächlich fast gar nichts, außer die Bestätigung, dass es diesen Modus gibt und es wurde bestätigt, dass es ein Extraction-Shooter ist
Und es wurde bestätigt, dass es ein Loot-System hat. Also anders wie zum Beispiel bei Hunt Showdown. Das ist auch der Grund, warum ich Hunt Showdown nicht mit in diese Reihe nehme von Extraction-Looter-Shootern. Von diesen 6 Looter-Shootern, die wir momentan haben. DMC-Modus ist ein Extraction-Looter-Shooter, weil sie ein eigenständiges Loot-System haben, was zum Beispiel Hunt fehlt. Das bedeutet, man sammelt Loot, man handelt mit dem Loot, man nutzt den Loot, um seine Basis auszubauen, um Progress zu machen, um Fortschritte zu machen. Das ist das, was einen Looter-Shooter ausmacht, also sozusagen der Loot eine sehr, sehr hohe Wertigkeit bekommt. Wenn man stirbt, ist alles weg, sowohl das, was man mit in die Runde reinnimmt, als auch das, was man in der Runde findet. Das macht das Genre ebenfalls aus. Und genau diese 3 Punkte scheint der DMC-Modus zu haben. Wir haben nur Leaks bis jetzt, also von Leuten, die bereits eine Vorschau gesehen haben, die auf Twitter Sachen gepostet haben. Es gibt einige Werbeagenturen, die so einige Leaks rausgehauen haben. Insgesamt wissen wir sehr, sehr wenig. Von Infinity Wards haben wir so ein bisschen was gehört, so kleine Bestätigungen, dass es diese 3 Systeme gibt. Aber wie das Ganze umgesetzt wird, wir wissen nichts über die TTK, über die Time to Kill, über die Geschwindigkeit, über die Maps und so weiter. Was wir wissen allerdings, was bereits geleakt wurde, ist, dass es wohl mehrere Karten geben soll. Anscheinend scheinen sie sich hier auf große Karten zu spezialisieren, was den Warzone-Modus angeht. Also die Karten aus dem Warzone-Modus scheinen sozusagen teilweise übernommen zu werden. Nicht in dieser Größe, aber ein Teil davon. Und so wie es aussieht, scheint es auch am Meer stattzufinden. Also es scheint Wasserbereiche zu geben. Man soll wohl schwimmen können, auf Inseln schwimmen können. Alles ohne Gewehr, aber in diese Richtung scheint es zu gehen. Wir haben bereits gesagt, dass die Maps im DMC-Modus etwas wie so einen Warzone-Touch haben können. Da muss man jetzt aber vorsichtig sein. Es sind natürlich nicht einfach die Warzone-Maps, die übernommen werden, sondern es sind eigenständige Entwicklungen, komplett eigenständige Entwicklungen. Und zwar scheint es momentan so zu sein, nach Leaks, dass wir 4 einzelne Karten bekommen werden. 4 Stück. Und diese Karten scheinen sich untereinander komplett zu unterscheiden. Es scheint zu sein, dass einige Karten mehr eine offene Welt haben, eine Art Open World haben, während andere eher eine geschlossene Welt haben, also möglicherweise irgendwo im Untergrund stattfinden oder in Gebäuden. Man redet von klaustrophobischen und sehr dichter Atmosphäre, also sehr düster und dunkel, das andere wieder sehr offen und hell, also sehr, sehr unterschiedlich. Ist natürlich genial, das ist auch das, was wir haben wollen. 4 Maps ist schon ein sehr, 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 sehr schöner Anfang und wird direkt von Anfang an viel Abwechslung bieten, viele Maps, die man auch lernen muss, weil man natürlich die Loot-Spots lernen muss, die Wege, die Gegner, also das ist sehr, sehr cool. Also 4 Maps direkt zum Start ist wesentlich mehr, als wir erwartet haben. Wir haben zuerst gerechnet mit einer Map, die aus der Warzone-Map abgeleitet wurde, aber das scheint jetzt doch mal wesentlich umfangreicher zu werden. Auch hier eine positive Überraschung, was die Maps angeht. Kommen wir zu der AI, zu der KI in dem Spiel. Und zwar ist es so, dass in Call of Duty bis jetzt die KI nie eine besondere Rolle gespielt hat. Wer Call of Duty spielt oder gespielt hat, der weiß, dass die Kampagne immer hervorragend gewesen ist. Also es hat Leute gegeben, die haben Call of Duty nur geholt für die Kampagne. Die ist immer ein großartiges Spektakel gewesen. Ich selber habe die Kampagnen auch immer sehr genossen. Aber was die KI angeht, auch in der Kampagne oder auch im Multiplayer, wie auch immer, da ist es so, dass sie doch einen sehr, sehr schwachen Fadenbeigeschmack hat. Also die ist einfach strohdumm gewesen. Und Activision sagt, oder Infinity Wars besser gesagt, oder die Leaks, wie auch immer, man sagt, dass diese KI momentan extrem aufpoliert wurde. Das heißt, es gibt anscheinend eine Analyse des Spielers. Also man guckt, wie reagiert der Spieler, wie verhält sich der Spieler, rennt er, schleicht er, geht um die Ecke. Und die KI scheint darauf zu reagieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, entsprechend zu flankieren, sich zu verstecken, langsam zu laufen, zu rennen und so weiter. Das erinnert mich so ein bisschen an Escape from Tarkov. Da ist ja auch der Scav, also die KI nennt man dort Scavs. Diese Scav-Einheiten sind über die Zeit extrem stark gewesen, dann wieder schwächer gewesen, hat ein gutes Aim, schlechtes Aim. Und mittlerweile konzentriert man sich darauf, sie immer menschlicher zu machen. Teilweise ist es wirklich so, dass man, wenn man so einen Scav sieht, dann überlegt, oh Moment mal, ist das jetzt ein Spieler oder ist das eine KI? Und genau das ist das Ziel, dass man nicht genau sagen kann, was ist das eigentlich gerade? Das ist so die hohe Kunst des Ganzen. Auch bei Marauders haben wir das gesehen, dass man teilweise, wenn man KI-Gegnern gegenüber trifft, teilweise nicht sagen kann, oh, war das jetzt ein Spieler oder war das eine KI? Das ist das schöne Ziel. Bei Call of Duty wäre das momentan nach heutigem Stand jetzt absolut einfach zu sagen, das ist KI. Aber wenn sie das hinkriegen, dass sie die KI so aufpolieren, dass sie wirklich, wirklich gut ist und schlagkräftig ist und auch einem Menschen verwechselbar ist, dann haben sie es geschafft. Das wäre natürlich eine großartige Sache. Und ich denke, dadurch, dass wir auch viel KI in dem DMC-Modus haben werden, spielt das auch eine ganz entscheidende Rolle für den Erfolg dieses Modus.
Das Movement bei Call of Duty passt überhaupt nicht zu einem Escape from Tarkov, wenn man das mal direkt vergleichen will. In Call of Duty rennt man rum, man slidet, man macht Bunny Hops und so weiter und so fort. Was ist jetzt in dem DMZ-Modus? Es heißt erstmal generell, dass Modern Warfare 2 taktischer und viel realistischer werden soll als die Vorgänger. Das ärgert einige Call of Duty-Spieler, da der COD nicht umsonst extra dieser Casual-Anteil so wichtig war, weil die Leute wollten da einfach casual draufschießen und sich nicht große Gedanken machen. Allerdings scheint jetzt Activision den Weg zu gehen, realistischer zu werden. Und speziell für den DMZ-Modus hieß es wohl, dass die Bewegung viel langsamer sei. Ausrüstung spielt eine viel wichtige Rolle. Gerade die Rüstung, wie man sich ausstattet, die Waffenmechaniken und so weiter. Und das ganze Movement sei komplett umgestellt worden. Also viel ruhiger, viel langsamer und viel strategischer. Das spricht natürlich für einen Extraction-Looter-Shooter. Also es ist was Positives erstmal. Wir sind aber extrem gespannt auch hier, wie das umgesetzt wurde. Spielmodi. Ich sag hier Spielmodi, weil natürlich gibt es erstmal nur einen Modus, den DMZ-Modus. Aber dieser Modus wird erstmal verschiedene Unterpunkte beinhalten. Also, erstens mal, fangen wir an mit Anzahl der Spieler. Der DMZ-Modus wird 20 bis 35 Spieler beinhalten. So viel wurde geleakt. Dann ist es möglicherweise so, dass dieser DMZ-Modus in dem großen Modern Warfare 2 Paket eigenständig doch als Beta rauskommt. Also sozusagen ein Beta-Modus. Das Ganze ist also immer noch in der Entwicklung und man wird sich erstmal anschauen, wie es bei Release weitergehen wird. Das nächste Interessante ist für mich super und für alle Solospieler, yay, Solos only. Die Teamplayer werden mich jetzt erschlagen, Duos, Trios, Quattros. Keine Angst, also es werden noch Teams mit implementiert. Aber auch hier ist es so, dass anscheinend am Anfang, sei es jetzt Beta oder nicht Beta, wie immer sie das jetzt nennen, aber zur Einführung des DMZ-Modus wird es nur Solo-Queues geben. Also man kann nur als Solo-Spieler reingehen und als Solo-Fighten. Ich persönlich feiere das ja ohne Ende und bin mal gespannt, wie das dann wird, wenn die Duos und Trios dazukommen. Die sollen peu à peu mit in das Spiel reinkommen. Und das Letzte ist, dieser Modus scheint komplett unabhängig zu sein von den restlichen Modi. Also bis jetzt ist es ja so, der Warzone-Modus hängt von dem Multiplayer-Modus ab. Man kann also eine Waffe leveln im Multiplayer-Modus und den dann im Warzone-Modus einsetzen, die Aufsätze freischalten und so weiter und so fort. Möglicherweise ist es so, Leaks sagen das, möglicherweise ist es so, dass der DMZ-Modus unabhängig von den anderen Modi existiert. Das heißt, der Multiplayer-Modus wird nicht dazu da sein, dass man Dinge, speziell Waffen oder Aufsätze, im DMZ-Modus leveln kann. Das ist sehr, sehr interessant, weil damit kapselt sich natürlich der DMZ-Modus ab von den anderen Modi. Bis jetzt ist es so, dass ihr alles verknüpft. Man kauft sich neue Spiele im Call of Duty-Universum, um wieder andere Teile zu befeuern, um den Warzone-Modus zu steigern und so weiter und so fort. Aber der DMZ-Modus geht hier einen anderen Weg und scheint sich abzukapseln. Sehr, sehr riskante Methode für Activision, aber für den Extraction-Looter-Shooter-Fan absolut wichtig, dass sozusagen dieses High-Risk, High-Reward-Genre, dass das in diesem Modus drin bleibt, das, was ich erreiche in dem Modus, bleibt auch da drin, das begrüßen wir natürlich extrem, ist aber, wie gesagt, High-Risk und auch hier extrem spannend, wie sich das entwickelt. Ein Flea Market wie in Escape from Tarkov war in The Cycle Frontier beispielsweise kein Thema. Also wenn wir jetzt in Cycle Frontier den Entwickler Jager Games gefragt haben, hey Jungs, wie schaut's aus, Flea Market? Dann war es so, sie konnten dir genau sagen, was ist der Flea Market, was macht er in Tarkov, welche Auswirkungen hat er auf die Struktur, auf das Spiel in Tarkov. Und die Analyse war sozusagen, die wussten ganz genau, was ist der Flea Market im Detail und konnten dann entsprechend ableiten, was dieser Flea Market in Cycle Frontier ausmachen würde und warum sie ihn nicht drin haben möchten, nämlich weil sie die Wertigkeit der Items nicht auf reine Geldbeträge reduzieren wollen, sondern die Items sollen Items bleiben und es hat noch andere Gründe, sie wollten den Flea Market aktiv nicht in The Cycle Frontier haben. Tarkov hat einen, Cycle hat keinen, bei Marauders wissen wir es noch nicht, aber der DMZ-Modus wird einen haben. Also Flea Market kommt rein im DMZ-Modus, wir können also Items handeln. Es gibt anscheinend sowas wie Dealer, also künstliche Intelligenzen, die auch händlermäßig Items dealen werden. Wir werden das Ganze wie in einem Bazar, hat man gesagt, handeln können. Und diese ganzen Handelmöglichkeiten scheinen sogar relativ komplex zu sein. Also scheint ein richtig komplexes Flea Market System im DMZ-Modus zu kommen.
Hören wir diese Stelle auf in den Leaks, weil wir haben schon sehr viel Leaks geleakt und zu viel Leaken liegt nicht gut einem, also mir nicht. Hä? Ich mag das eigentlich gar nicht, so über Leaks zu sprechen, aber in dem Fall haben wir nichts anderes und das sind alle Informationen, die wir momentan haben. Es werden täglich und stündlich mehr und ich mache, wie gesagt, einmal pro Woche sowieso ein Übersichtsvideo über Extraction Looter Shooter. Wenn wir mehr erfahren, haue ich das damit rein. Für uns aber erstmal wichtig, der DMC-Modus, ist das was oder ist es nichts? Also am 15.09. ist erstmal die Show. Da werden wir hoffentlich ein Reveal sehen, das erste Gameplay. Mal gucken, wie sich das ansehen wird. Ich selber werde es mir nicht holen, das Spiel. Aber wenn am 15.09. der DMC-Modus revealed wird und wenn das was ist, was mich überzeugt, wenn es nur, ich habe immer gesagt, wenn es nur ein Drittel hat von The Cycle Frontier, ich rede mal gar nicht über Escape from Tarkov, wenn es ein Drittel hat von The Cycle Frontier, dann hat es absolut Potenzial, was Großartiges zu werden. Und da bin ich dabei. Da werde ich es mir holen, definitiv. Werde auch in den Vorbesteller gehen, werde mir die Beta mit angucken und werde mich dann freuen auf den Reveal des DMC-Modus. Deswegen ist der 15.09. so entscheidend. Also wenn ihr das Video jetzt schaut vor dem 15.09., wir sind gespannt, die Flitzebogen. Wenn ihr das Video seht nach dem 15.09., dann werdet ihr bereits ein weiteres Video von mir haben, wenn sie genug zeigen in diesem Reveal. Und ich persönlich denke, je mehr Zeit jetzt vorangeht, dass das Potenzial von diesem DMC-Modus unendlich groß ist. Wer es weiß, Chatelaine wurde neulich released, ein kostenloses Spiel, Arena-Modus, so ein Call of Duty-Style. Und ich habe mir da schon überlegt, wenn Chatelaine ein Extraction-Looter-Shooter wäre, Marauder-Style, so dieser Mix aus Marauders und Chatelaine, dann wäre das ein großartiges Spiel auch für unser Genre. Das ist unglaublich, wie leicht man doch so ein Rezept umwandeln kann und was richtig Gutes. Wenn ich jetzt überlege, dass wir ein großes AAA-Studio haben, was seit 4 Jahren daran arbeitet. Also, ich krieg so ein bisschen Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sind nicht zu euphorisch, wir sind auch nicht skeptisch, wir sind einfach neutral. Gucken uns das Ganze an. Ich freue mich auf den 15. und ich freue mich auf die weiteren Infos dazu. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, bleibt sauber, bis zur nächsten News. Hasta luego, hasta la vista und happy DMC. Ciao, 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 ciao.